Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Sonic Lost World. Ja, wie ihr seht, ich habe sowohl Tiere als auch Leben gefarmt. Es gibt da nämlich in Desert Runes Zone Act 2, was hieß das, Desert Runes? Ja, Desert Runes Act 2 gibt es einen guten Ort, um sowohl Leben als auch Tiere zu farmen. Deswegen habe ich gleich 5000 gefarmt, ne, um mich vorzubereiten. Wir wollen mal sehen, wie lange die 79 Leben halten oder wie viele auch das auch immer sind. Ich sag bis zum nächsten Level. Ich wollte gerade das View Gamepad fürs Level schauen und habe ich gemerkt, da wird ja nur die Karte angezeigt. Also Karte in Anführungszeichen, ne? Okay, das scheint so eine Art Ruine zu sein. Okay. Euer Ernst? Ich hoffe, der Boss ist ein bisschen angenehmer als... Okay. Das nenne ich mal Gegner interessant besiegen. Okay. Okay, hier sind ein paar Tiere. Stück, um genau zu sein. Okay. Und ganz ehrlich, Desert Runes 2 hat mir auch gezeigt, wie gut das Spiel vor der Eiswelt war. Und das scheint so eine Swamps-Fake zu sein. Oh fuck. Ja, dieses seltsame Scrolling hier, das war gerade der Grund. Ach komm, als ob ich wieder draußen anfange. Man muss ja immer diesen anvisierenden Sprung da machen. Aber ohne Scheiß, dieses Scrolling hier, das ist richtig seltsam so. Sag mal, bin ich eigentlich dumm? Naja. Dann halt nicht. Als ob da ein Secret ist. Yo. Cool. Ich habe mich schon gefragt, was das soll, da dieses Loch. Alter, der nervt, der Typ, ne? Wie gesagt, so. Das ist ein bisschen seltsam. Und mich nervt auch die ganze Zeit von hier wieder zu starten, ne? Es gab bisher keinen Checkpoint. Okay, das war gerade Dummheit, ne? Nur weil ich viele Leben habe, heißt das nicht, dass ich mit denen so rumspielen sollte. Komm, ich hole mal jetzt jeden einzelnen Ring. Bei immerhin ist es besser, als den Final Boss zu spielen. Ja, weil der... Scheiße, das ist zumindest die Route, die ich ausgewählt habe. Och komm, jetzt bin ich durch die Stampfattacke. Stampfattacke bin ich jetzt. Bin ich jetzt in dem Reihen. Wow, wie laut man gerade den One-Up-Sound gehört hat.
Ach komm, als ob da diese Bumper waren, ne? Und als ob hier der Checkpoint ist. Boah, Secret gefunden. Hätte man anscheinend aber auch von einer anderen Seite aus erreichen können. Weil Junge, dieses Scrolling, das irritiert mich so ein bisschen, ne? Hä? Ah. Ja. Ja. Also das hätte gerade fast bedroht werden können. Aber hey, bisher haben wir noch die ganzen Nebenmonde. Als ob jetzt schon wieder so schnell ein Checkpoint kommt, ne? Geh ich einfach unten drunter durch. Als ob jetzt schon wieder ein Checkpoint kommt, ich glaub's nicht. So, ich kann es mit Touchscreen steuern, aber ich mach's lieber so mit Schiebepad. Sind überall noch mal die Power-Ups, ne? Wir müssen das hier dreimal treffen an den drei Stellen. Und wir haben sogar ein Leben bekommen, weil wir 100 Ringe gesammelt haben. Ach so, das wussten wir gar nicht zerstören, fuck. Oder? Was sollte das jetzt werden? Hä? Was soll der Scheiß? Jetzt mal im Ernst, was soll der Mist? Ja, benutze den gelben Bohrer zum Graben, wow. Ja, no shit, really. Ist der dafür da? Schau aber hierfür lieber aufs View Gamepad. Wollen die irgendwie einen Boost machen oder so? Ach so, man kann schneller, okay. Ja, das wusste ich nicht. Okay, das erklärt auch, wie man da hinkommen soll. Aber wow, ja, gut, dass sowas einem erklärt wird, ne? Fuck. Okay, das war schon wieder optional, okay. Ja, ich nehme mal wieder einen neuen Wisp. Eigentlich wollte ich einen dieser Dinger treffen. Und anstatt muss man es nicht mal wirklich zerstören, oder?
Ja, diesmal musst du den Manns wirklich zerstören. Okay. War eine coole Passage doch. Also ganz ehrlich, das Level habe ich jetzt ein bisschen lieber als die letzten. Okay, muss ich mir jetzt abgewöhnen, aufs View-Gameplay zu schauen. Aha. Man guckt jetzt wirklich nach jeder Passage einen Checkpoint, ne? Als ob. Ne, die ganze Zeit haben gegeizt, aber jetzt kommen die gespammt. Okay. Da bin nur begrenzt Licht. Für eine begrenzte Zeit. Okay. Ja, das ist natürlich cool. Och nö, jetzt kommt wieder dieses seltsame Scrolling. Okay. Nutze einen Verfolgungsangriff, um auf die andere Seite zu gucken. Warte, das kann man gar nicht, wenn kein Licht da ist, Alter. Woher sollte ich das wissen? Keine Ahnung, das Spiel sagt mir ja nicht, ne? Ich dachte, das Licht wäre nur, damit man selbst was sieht. Okay. Okay. Ist aber schon gestört, ne? So stimmt das ja auch noch ein Lichtschalter. Okay, so sollte man das machen. Okay, Checkpoint. Ach komm, als ob mich das so krass zurückschlägt. Vor allen Dingen, warum tut es mich überhaupt in die Richtung bringen? Ja, deine Kommentare machen es auch nicht gerade besser, ne, wenn man bedingt, dass ich die hören kann. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, das Level gefällt mir. Ich weiß, das sage ich selten zu einem Level in Lost World in letzter Zeit, ne? Aber das Level gefällt mir tatsächlich mit den vielen Ideen. Nein! Ja, natürlich, konnte man ja auch super gut wissen, dass der an den Abgrund führt. Ist das euer Scheiß Ernst? Ja stimmt, man weiß ja auch, in was für Abschnitten der kommt, Alter. Na, jetzt hatte ich gerade Glück. Ja, aber ohne Scheiß, was soll das? Okay, so muss man die besiegen. Ah. Okay, ich nehme an, jetzt wieder ein Checkpoint. Wäre ich cool. Ja, okay. Alter. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich selbst gar nicht mehr.
Ja, ich wollte nicht den Spinach machen, Alter. Immer verwechsel ich die zwei Knöpfe. Als ob ich mich von dem Ding treffen lasse. Ich bin so ein Affe, Alter. Was soll der Scheiß? Okay. Ach komm. Mensch, was ein Glück, dass ich so viel Leben habe, ne? Hör auf mit diesem Wandsprung. Kann bitte. Danke. Alter, die Passage ist mir hier zu blöd. Ja, das ist der Vogel vom letzten Part. War es im letzten Part? Ja, doch, war im letzten Part. Hier, kriegst du den Tritt. Ja, Mensch, ich muss halt auch das Licht da machen. Verstehe, okay. Coole Boss-Idee auf jeden Fall. Und? Was? Ja, super. Ja. Das mit dem gebrechlichen Böden ist zwar cool, aber... Jetzt mache ich den Doppelsprung. Mensch, ich wollte nur noch mal springen, wenn ich lande. Na Junge, wie schwer ist denn der Boss bitte? Warte mal, ich habe den doch nur zweimal getroffen. Was soll das? Vorhin habe ich den auch zweimal getroffen und... Naja, keine Ahnung. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, bei dem einen Boss in Welt 2 da, wo ich andauernd immer wieder besiegt habe, deshalb für uns 2, ne? Wo der einmal 2 Hits getankt hat oder so, einmal 4, ne? Meistens 3. Und das war, glaube ich, auch so. Der Boss, ich glaube, ich habe mich auch noch an dem gut erinnert, weil ich glaube, dass der Part mit dem richtig krass viele Klicks hatte. Das war nämlich so der Zeit, wo Leute meine Videos auch geschaut haben. Jo, habe ich ja nur 15. Okay, gut, dass ich schon mal 5000 gesammelt habe. Ne? Das ist die vorletzte Welt anscheinend. Ich weiß, es gibt noch eine Spezialwelt. Keine Ahnung, ob ich die noch mache. Sky Road Zone. Wenn es hier Eislevel gibt, dann kotze ich. Also wirklich so, das erste Level war gut. Das zweite Level war ich gerade nicht mehr. Nee, das war scheiße. Okay, zwei Level haben mir gefallen. War eine etwas bessere Welt. Warum sterbe ich bei dem Wasser, aber dem Windy Hill nicht? Ich habe nochmal nachgeschaut zu dem Windy Hill. Bin ich nicht gestorben dabei. Und der erinnert mich gerade irgendwie richtig krass an einen Bully aus Mario 3D World. Ja, so muss man den besiegen mit dem Kick. Wenn es nicht mit diesen Anvisierungs-Dash geht, geht's mit dem anderen. Oder ey, das jetzt erinnert aber schon krass an Windy Hill Act 1, oder? Kommt mir das nur so vor.
So, da ist ein Abgrund. Ja, super, kann man ja auch gut sehen, ne? So eine scheiß Matschbatterie schmärscht, dass die Kameraführung scheiße ist, ne? Und so. Dass man einige Sachen besser erklären könnte. Mach doch nicht dann auch deinen Wandsprung, wenn ich ZR drücke. So sollte man rangehen, okay. Ich bin ein Idiot. Naja, ich weiß, das wusste dir schon. Wollte ursprünglich die 5 Zahlen einsammeln, weil davon kriegt man eh nur ein extra Leben. Aber ohne Scheiß, das Level ist schon ein krasser Klon von Windy Hill Act 1, oder? Kommt mir das nur so vor. Aber mit ein paar Änderungen, aber an sich ist es doch nur ein Reskin von Windy Hill Act 1. Komm. Ja, ich konnte mich gerade nicht sehen. Super Kamera mal wieder. Da kann man die irgendwie drehen. Nein, irgendwie nicht. Musste man anscheinend mehrmals den Kick einsetzen oder so? Ich habe den mehrmals anvisiert, aber... So. Okay. War jetzt ein etwas schwieriger Raum, Planet. Ne, ist ja immer noch ein Mario Galaxy Klon, ne? Also zumindest tut es sich sehr stark an Mario Galaxy orientieren. Ja, die Mario Galaxy Spiel sollte ich auch mal jetzt spielen irgendwann. Keine Ahnung. Ich erwarte halt, dass jetzt da nach Breath of the Wild 2 auch noch Mario Odyssey 2 angekündigt wird, ne? Das wird natürlich vorher gezockt, da will ich nicht so ein Mario Galaxy am Laufen haben. Ne, sowas in der Art war gut zum Grinden in der Desert Rune Zone. So viele Gegner hintereinander. Ja, geil. Ohne Scheiß. Als ob ich die Scheiße nochmal machen muss. Geil. Ich tu den 5-mal anvisieren. Habe ich schon mal angemerkt, dass ich Sonic Lost World liebe. Für so ein gutes Level-Design, Alter. Naja, aber hey, ich meine, besser als 90% der Mario Maker 2 Level, ne? Vor allem, warum muss man die jetzt 6-7 Mal treffen mit diesem Kick? Vorhin wusste ich einen nur mit 4 Killen. 5, 6, ja 6. Die sind wir, glaube ich, gelandet vorher, oder? Warum erscheint ein Bumper, wenn man Gegner besiegt? Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, aber hey, ist ja nicht nur bei Sonic so. Warum erscheint zum Beispiel in Zelda eine Truhe, wenn man einen Gegner besiegt, ne? Ach so, geht noch weiter.
Ja, knapp daneben, geil. Mensch! Sonic, du Idiot! Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Let's Play, wie das Revival dieses Let's Plays ankommen wird. Ja? Weil da jetzt von mir aus gesehen morgen erst Pokémon Ranger findet, dann ist Revival ja startet, aber. Ah. Ne? Ich hoffe, es läuft gut. Nicht wie diese Scheiße hier. Vor allem der erste Part davon war ja auch noch ohne Salt, sondern mit sehr viel Spaß. Nur Spaß habe ich in Salt auch schon lange verloren. Wo es natürlich das ein oder andere gute Level noch gibt, aber. Ne? Ich glaube, das ist auch die Welt, in der man gegen Sabok kämpft. Ne? Der einzige von denen, bei denen ich den Namen kenne. Ich glaube, so weit waren wir schon. Oh, das ist ja nicht eine Menge. Oh mein Gott, ein Checkpoint. Hier, okay, und wie benutzt man dich? Hey, das View Gamepad. Oh. Na. Alter, als ob das so. Ja, das ist cool. Das erinnert mich stark an das eine Galaxy-Minispiel. Ist ja nicht gerade was Schlechtes sein muss, ne? Das mit dem Vogel, das war glaube ich Galaxy 2. Ich habe die Galaxy-Spiele nie komplett gespielt, oder, ne? Ich habe Galaxy 2 mal angefangen. Oder Galaxy 1. Würde ich mich dran erinnern. Hier, um wieder hochzukommen. Finde ich cool, wenn es so Automatik-Passagen mal gibt. Ich bin voll Idiot. Ich gebe zu. Und ich bin auch ein Vollidiot, Leute. Tatsächlich, das ist ein cooler Whispool zu geben. Würde mir sehr ein komplettes Level damit wünschen. Geil, wie man den automatisch verliert, wenn man getroffen wird. Vor allem krass, wie lang das Level ist, ne? Bleib ich hier dauerhaft oben. Oh, man kann sogar sich zu den Seiten bewegen, so. Oh, come on. Checkpoint! Jetzt, das habe ich jetzt nicht erwartet, so. Aber keine Ahnung. Ja, okay, die haben andere Teile als die normalen. Ich dachte, das wären Speed-Dinger.
Okay, ich dachte, ich müsste irgendwelche Schmetterlinge sammeln oder so. Nein, straight zum Bamba. Oh, eine Brezel. Hier das, ach so, ja okay, macht Sinn. Ich habe mich schon gefragt, was ich machen muss. Ich bin aber auch viel zu langsam. Langsam und Sonic, dass man das mal in einem Satz hört. Aber die sind ja auch wie Launch, das so ein Mario. Noch so eine Passage. Really? Weil man kann das auch mit einem Doppelsprung machen. Also, wenn man sich retten muss, Doppelsprung. Ach komm, ach warum? Da macht er nicht den hohen Sprung, ja. Hier, erster Treffer. Ich bleib einfach hier. Bam. Noch ein Hit, glaube ich. Und dann trifft er schon wieder nicht. Und schon wieder nicht. Und schon zum dritten Mal nicht. Weil dieser blaue Igel auf Crack hier nicht auf meine Inputs hört. Ja, ich weiß, ich war auch schon kreativer, ne? Jetzt nenne ich ihn auf einmal blaue Igel auf Crack, ne? Warum mache ich den Doppelsprung nicht? Ne, ich habe jetzt schon 20 Leben den Part verloren, ne? Boah, perfekt getroffen. Komm, schieß nochmal. Und bam. Naja, wie gesagt, immerhin besser als den Final Boss von Final Boss Heroes von meinem ersten Run zu spielen, diesen Rea-Run. Ne? An sich logisch, das Spiel immer in den Himmel. Ja, Alter, übertreib mal komplett. Und was kommt? Wie soll ich denn sehen, was da kommt? Was soll der Scheiß? Alter, hört doch auf damit. Darf ich das hier nochmal machen? Komm. So, machen wir die Scheiße wieder. Ohne Scheiß, was ist das für eine Eskalation gegen Ende? Ja, und jetzt ist es ja auf einmal einfacher, oder was? Nee.
Ohne Scheiß, wie bin ich dem? Wie habe ich das vorhin geschafft? Und jetzt schon wieder. Wie schaffe ich das? Sag mir Ende. Ja, Ende. Meine Fresse, war das Level lang. Ja, ich mach mir noch so Eck 2. Komm. Gib uns. Ja, komm, gib uns die volle Dröhnung. Machen wir Sabotkampf 1. Der letzte der schrecklichen 6, ne? Mir fällt die Fresse, Alter, wenn mir das noch einmal vor die Fresse gibt, ne? Also ich bin auf jeden Fall froh schon mal, dass ich im Voraus Tiere gefarmt hab. Ja, okay. Scarrow Zone 2. Ja. Jo, beruhig dich. Okay, ich habe keine Zeit mehr für das. Wäre ich bloß ein paar Sekunden länger auf seinem Kopf geblieben. Vor allem muss man auf deren Köpfen bleiben oder so? Und ja, ich bin der, der die anderen Zeti schon besiegt hat, deren Namen ich nicht kenne. Ja, und keine Ahnung, was ich hier machen soll. Will ich auf den einen Typen draufbleiben? Komm, jetzt hat mir jetzt vielleicht hatte ich nicht genug Speed. Ah, okay. Man muss hier warten. Und schnell rüber. Hat ja nur so semi-gut geklappt. Uff. Uff, Alter. Einfach nur uff. Ja.
Geil. Weil ich schnell genug hab, konnte dann aber nicht auf den Typen warten. Aber weißt du was? Ich denke, wir haben genug von der Passage gesehen. Ja super, hätte ich ja gut wissen können, dass der jetzt auf einmal Laser schießt. Junge, jetzt schießen hier auf einmal zwei Laser. Bro, chillt euer Leben. Wie der sich da immer dranhängt, das kostet so viel Zeit. Wollt mir nur das Leben gemütlich holen, ne? Ja, das war, weil ich hier zu schnell sein wollte, ne? Ja. Hätte man hier nicht den Checkpoint packen können. Ja, wisst ihr was? Ich nutze die jetzt nochmal. Ich weiß, Pussy-Taktik und so, aber ja. Ich will schon drei Level geben, ne? Dann muss ich auch dumm sterben. Ja, und meine fast 80 Leben, die ich vor dem Part hatte, hier vergeuden. Ja. Das nenne ich knapp. Komm, Sabok, trau dich. Oh, ein Drache. Ich dachte, ich könnte ihn angreifen, aber Fehlanzeige. Ein Schweif. Hallo? Hallo, was muss ich machen? Was ein Fick? Muss ich einfach so da drauf? Anscheinend, aber was soll der Scheiß? Alter, fall da nicht an, auch runter, Sonic! Wow. Alter, ist die Kameraposition hier Bullshit? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier seinen Körper nutzen soll. Ich bin mal stark an, es geht hier nicht nur um seinen Schweif. Denn doch wäre das ein bisschen lame. Als ob ich auf dem Schweif gelandet bin. Naja, bringt mir sowieso nicht viel. Wenn ich hier an und runter falle, bringt mir das nicht viel. Aber der hat doch ein anderes Film als die anderen Seti, ne? Ach so.
Ja, hätte ich bloß weiter als die Kugel geschafft, ne? Die mich aufgehalten hat. Woran bin ich denn krepiert? Einem scheiß Schweib oder was? Fick dich. Und es gibt noch nicht mal einen Checkpoint vorbei. Sprich, man muss andauernd diese scheiß Passage hier nochmal machen. Geil. Ach nee, das war ja gar nicht die so krasse Passage, aber trotzdem. Bro, Sabok. Halt dein Maul. Als ob. Ja, das schaffe ich jetzt nicht schnell. Okay. Aber ja, man hat definitiv das Theme geändert. Spielt nicht runtergefallen, oder? Ich habe das Gefühl, man hat nur eine Chance. Ja. Ich bin da jetzt nicht ernsthaft zum zweiten Mal runtergefallen in der Phase. Was soll der Scheiß? Ja, super. Konnte ich doch gut ausweichen und runterkommen von dem Ding. Okay, man muss ihn zweimal treffen. Da habe ich mir an, dass es die volle Dröhnung hier gegeben, ne? Ich könnte noch ein Level machen, aber nee, vergiss es. Ich werde nicht doch so einen Scheiß. Oder? Machen wir noch? Nee. Ich habe jetzt 50 Minuten gebraucht für 3 Level, ne? Das war, glaube ich, irgendwann Sache dafür, dass er lieber mit Sonic sein will, der gute Orbot. Ja, und wenn das mal nicht an Green Hill Zone erinnert und das hier an meinen Lieblingsfreund Miiverse. Keine Ahnung, Alter. So. Ja, als nächstes machen wir dann Eck 3 und den Boss, ne? Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und so, Leute. Tschüss. Süß.